Nach dem Flammeninferno in Dietz ist jetzt eine erste Schätzung des Sachschadens bekannt geworden. Wie das Unternehmen auf der Internetseite seines Versicherungsmaklers bekannt gab, geht man derzeit von einem Sachschaden in Höhe von 4,5 Millionen Euro aus. Trotz des enorm hohen Schadens hatte die Firma offenbar noch Glück im Unglück. So konnten drei der insgesamt vier Produktions- und Lagerhallen durch die Einsatzkräfte gerettet werden. Auch am Freitag gehen die Nachlöscharbeiten noch immer weiter. Die CDU-Fraktion im Neuwieder Stadtrat fordert den Rücktritt des Bürgermeisters Michael Mang. Demnach habe man nach neuerlicher Akteneinsicht in der Verwaltung festgestellt, dass Mang mehrfach gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen hat, so die CDU. In einer Pressemitteilung heißt es, dass Mang gewählten Rats- und Ausschussmitgliedern in Neuwied mehrfach Informations- und Mitbestimmungsrechte verwehrt hat und Entscheidungen mit großer Tragweite im Alleingang gefällt habe. Der Stadtrat in Koblenz hat am Donnerstag einstimmig beschlossen, dass man sich für das 365-Euro-Busticket bewerben möchte. Mit dem Ticket könnten Fahrgäste umgerechnet für 1 Euro pro Tag alle Busse in der Stadt nutzen. Die Entscheidung, ob Koblenz Modellstadt für das ÖPNV-Projekt wird, fällt allerdings der Bund, der die ganze Maßnahme fördert. Neben Koblenz will sich unter anderem die Landeshauptstadt Mainz für das Projekt bewerben. Für die Bürger in Koblenz wäre das günstige Jahresticket jedoch ein Anreiz mehr, um auf den ÖPNV umzusteigen und den Verkehr in der Stadt zu drosseln. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.